Heute ist ein sehr geschichtsträchtiger Tag, der 9. November. Ich habe dafür zwei Gäste mitgebracht. Mein Name ist Cordelia Hess. Ich bin Professorin für Nordische Geschichte am Historischen Institut der Universität Greifswald. Mein Name ist Kai Schüler. Ich bin Journalist aus Stockholm und ich werde heute Nachmittag einen Vortrag über den 9. November halten. Frau Hess, was geschah genau am 9. November 1938? Ja, der 9. November 1938 wurde in der zeitgenössischen Sprache die Reichskristallnacht genannt. Heutzutage spricht man eher von der Reichspogromnacht oder von den Novemberpogromen, weil der Begriff Reichskristallnacht einen Euphemismus darstellt, der suggeriert, dass im Grunde genommen nur ein paar Gläser oder Schaufenster kaputt gegangen sind. Tatsächlich waren das aber landesweite sehr umfassende Pogrome, die sich über mindestens 24 Stunden erstreckten und, wie wir aus neueren Forschungen auch wissen, etliche Todesopfer forderten und große Teile gerade der männlichen jüdischen Bevölkerung, der erwachsenen Bevölkerung, dann auch bereits in Konzentrationslager gebracht worden sind. Man hat früher mal gesagt, der 9. November war der Startschuss der Judenverfolgungen. Das stimmt tatsächlich so auch nicht, sondern es ist eine spezielle Eskalation und ein bestimmter Moment, wo die Ausgrenzung, die Verfolgung, die Isolation, die vorher bereits juristisch und politisch sehr lange vorbereitet war, sich manifestiert und gewaltvoll wird. Es gibt ja auch die sogenannten Stolpersteine. Was hat es mit diesen auf sich? Die Stolpersteine sind ursprünglich ein Projekt gewesen eines Kölner Künstlers, die sich mittlerweile über ganz Europa ausgebreitet haben. Da geht es darum, die Wohnorte, Lebensarbeitsorte von Opfern des Holocaust, also nicht nur der Novemberpogrome, sondern des Holocaust insgesamt, sichtbar zu machen. Und das passiert in zwei Schritten. Zunächst gibt es eine Recherchephase, wo eben die Lebensdaten, Deportationsdaten und Sterbedaten dieser Person wissenschaftlich gesichert nachrecherchiert werden. Und wenn diese Ergebnisse da sind, wird da eben ein kleiner Messingstein in den Boden vor dem Haus eingelassen. Mhm. Wenn wir uns das Beispiel hier vor dem Historischen Institut anschauen, das ist der Stein für Gerhard Knoche. Gerhard Knoche hat hier an der Universität Greifswald in Geschichte in diesem Institut promoviert. Wir wissen relativ wenig über seinen Lebensweg. Ihm ist 1938 von der Universität die Promotion aus sogenannten rassischen Gründen aberkannt worden. Er konnte dann zunächst in die Niederlande fliehen, ist aber von dort aus festgenommen und deportiert worden und dann eben getötet. Und das sind genau die Daten, die hier drauf zu finden sind. Und welche Bedeutung haben jetzt diese Stolpersteine für die Erinnerungskultur? Die Stolpersteine haben den Vorteil, dass sie eine sehr individuelle und gleichzeitig sehr alltagsnahe Möglichkeit der Erinnerung bieten. Das ist kein museales und kein ritualisiertes Erinnern, sondern geht es darum, dass Menschen, die diese Stolpersteine einerseits sehen oder andererseits sich überlegen, ich möchte einen vor meinem Haus haben, ich möchte wissen, ob hier Opfer gelebt haben, eine Art Beziehung zu dem Opfer aufbauen. Eine so persönliche Beziehung, dass sie eben diesen Stein da verlegen lassen. Und es ist gleichzeitig im Stadtbild eine Art und Weise, das zu verankern und das sichtbar zu machen, was die Gesellschaft verloren hat, die Lücken, die gerissen worden sind durch die Opfer und die Deportationen. Also ein sehr wenig ritualisiertes und alltägliches Gedenken. Der Stolperstein ist jetzt hier nicht der einzige in Greifswald. Wie viel gibt es sonst noch in der Stadt verteilt? Überall in der Stadt verteilt gibt es über 25 und in Greifswald gibt es auch noch ein besonderes Ritual, um genau diese Stolpersteine ins Gedenken einzubinden. Da wird nämlich jedes Jahr am 13. Februar ein Rundgang gemacht, die Steine geputzt und an einzelne Personen auf den Steinen erinnert. Und das ist der Jahrestag des ersten Deportationszuges von Juden aus dem pommerschen Raum und insofern ein Datum mit ganz konkretem lokalen Bezug, das hier immer benutzt wird, um die Stolpersteine nochmal ins Gedächtnis zu bringen. Anlässlich des 9. November gibt es in Greifswald heute auch viele Veranstaltungen, die unter anderem von Frau Hess organisiert wurden. Ja, wir sind gestern Abend schon eingestiegen mit einer Filmvorführung im Dom des 20er-Jahre-Stummfilmes Stadt ohne Juden. Und heute gibt es dann um 13 Uhr in der Mühlenstraße eine kleine Andacht. In der Mühlenstraße befindet sich eine Plakette an der Stelle, in der in Greifswald das ehemalige jüdische Gebetshaus stand.
Und dann gibt es um 17 Uhr den zentralen Vortrag von Kai Schüler über die Verankerung und die Bedeutung des 9. November 1938 in seiner Familiengeschichte. Im Anschluss danach werde ich mit ihm dort diskutieren. Und dann um 20 Uhr gibt es noch ein Konzert in der Aula der Universität und da gibt es hebräische Lieder. Ja, Herr Schüler, Sie haben ein Buch geschrieben, Flucht aus Berlin. Darin verarbeiten Sie Ihre Familiengeschichte oder schreiben darüber. Was bedeutet der 9. November für Sie bzw. Ihre Familie? Meine Mutter kam aus einem kleinen Dorf im Rheinland, Bingebrück. Und sie war 15 Jahre alt, 1938, und wohnte mit ihrem kleineren Bruder und Mutter und Vater in einem Haus in Bingebrück. Und am Nacht vom 9. November hat ihre Mutter gesagt, dass wir können nicht in Haus gegen die Straße wohnen, weil vielleicht werden die Fenster zerstört. Und dann, das ist geschehen, und dann am Morgen, 9. November, kamen die Leute, Nazis und Leute von der Gegend, und gingen ins Haus und hat mit Äxte und die Möbeln und ein Piano zerstört. Und meine Mutter, ihr Bruder und Mutter ist geflohen nach Bingen, die nächste Ort. Und dort haben sie mit Freunden gewohnt. Mein Großvater war von den Nazis nach Frankfurt genommen. Und dort hat er für einige Tage geblieben, aber er war krank. Er hat Herzfehler und Diabetes. Und deshalb hat er kollapsed in Gefängnis. So, meine Mutter müsste nach Frankfurt gehen, um ihn zu holen. Und nachdem war er ein zerbrochener Mann. Und dann, einen Monat später, hat meine Mutter und ihr Bruder nach Schweden mit Kindertransporte gekommen. Und dass ihre Eltern wurde dann später ins Polen deportiert und dort 1942 gestorben oder getötet. Das wissen wir nicht. Kai Schülers Buch ist sehr interessant für Historiker und Historikerinnen, weil er eine sehr kleinteilige und genaue Aufarbeitung seiner Familiengeschichte vornimmt, die eben auch ganz stark den 9. November als Bezugspunkt hat. Und für mich als Professorin der nordischen Geschichte ist es natürlich auch interessant zu wissen, nicht nur was im Land der Täter passiert ist während des Holocaust, sondern auch was mit Opfern und auch mit Geretteten passiert ist, nachdem sie in die nordischen Länder gebracht worden sind. Und Schweden war ja ein ganz wichtiger Ort für Flucht und Exil von deutschen Juden und Jüdinnen, auch Kommunisten, Kommunistinnen. Und entsprechend sind für mich diese beiden Teile, das Erlebnis der Familie und die Familienrekonstruktion in Deutschland, aber auch die Ankunft und die Flucht nach Schweden interessant. Ihr könnt auch aktiv werden, geht Stolpersteine putzen, denn das machen wir jetzt auch.